What's up, liebe Freunde auf YouTube und willkommen zu Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Und freut mich natürlich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist. Auf in die eisige Wildnis. Wir sollen herausfinden, woher der Rauch kommt. Und ja, das probieren wir auch einfach mal, würde ich sagen. Reitmaschine kann den Ort nicht betreten. Wir haben sogar irgendwo eine Reitmaschine, wie sie aussieht. Naja. Sollte dem Häuptling noch vertrauen, nachdem so viele unter seinem Befehl gestorben sind. Jo, wir durchsuchen auf jeden Fall hier die ganzen Dinge. Ihr, die am Donnerkampf verstorben seid, eure Lieder werden ewig weiterklingen. Ich möchte die natürlich immer nicht unterbrechen, wenn sie reden. Denn das wäre ja unhöflich und das will ich hier nicht sein. Kann man mit dir eigentlich irgendwas machen? Denke nicht. Nö. Sieht nicht so aus, als könnte man mit denen reden. Also zumindest keine wichtigen Gespräche. Somit gehen wir da auch einfach weiter. Unser Häuptling hat unsere besten Jäger in den Tod geschickt. Wie sollen wir jetzt noch Hoffnung schöpfen? Mit mir. Wartet mal. Die Jäger haben eine Lektion gelernt. Manchmal ist Verlust der Preis fürs Überleben. Ja, kann man sagen. Wir gehen hier weiter. Ein böses Omen für das Ritual. Ich möchte mich trotzdem hier noch umsehen. Hier muss es doch noch irgendetwas geben. Irgendwelche Kleinigkeiten, irgendwelche Kisten. Gebt mir Dinge, liebe Freunde, gebt mir Dinge. Oder nicht? Ich muss sowieso, ehrlich gesagt, muss ich sowieso aussortieren. Ah, hier haben wir. Hier haben wir Dinge. Und das packen wir hier alles mal ein. Aber wir sind so überfüllt, ja. Ich wusste ja eigentlich auch gar nicht, erst seitdem ich dieses Spiel wieder gestartet habe, dass es ein New Game Plus gibt. Na, ich kratze gerade im Hals. Das wusste ich gar nicht, das habe ich mir auch gar nicht mehr angesehen, muss ich sagen, nach dem Spiel. Vielleicht zocke ich da ja direkt mal auch im New Game Plus dieses Game. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache. Vielleicht auch mal gemeinsam im Stream oder so. Mal sehen, aber es gibt eigentlich so dermaßen viele Spiele, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber es gäbe echt so dermaßen viele Spiele, die ich echt gern spielen würde, aber halt einfach auch die Zeit nicht dafür habe. Denn wie soll man denn die haben, gerade jetzt zu der Jahreszeit, wo wirklich viel kommt? Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Jetzt, wo wirklich viel die ganze Zeit daherkommt. Und man kann es dann halt einfach nicht alles spielen, weil man die Zeit nicht hat, weil man natürlich auch irgendwo in der Arbeit ist, ja, und irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Ach, das ist so, so schade, Freunde, so schade. Das war früher auf jeden Fall noch einfacher, als ich noch brav in die Schule gegangen bin. Geht's denn hier eigentlich überall rauf? Okay, da kann man. Okay. Wir erkunden. Lasst uns mal die Gegend erkunden. Lasst uns das DLC genießen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich werde das genauso machen wie im Spiel, im Hauptspiel, wie ich es gemacht habe, in dem ganzen Let's Play. Ich habe mir Zeit gelassen, ich habe mir die Zeit genommen, denn ich wollte dieses Spiel auskosten. Und das Ganze werde ich auch mit dem DLC machen. Das müsst ihr bitte verstehen. Wobei ich glaube, ich hier trotzdem zu weit gehe. Moment mal, wie komme ich denn hier wieder runter? Okay, das war diese Taste. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal dahin. Und dann werden wir eh sehen, wo wir denn so hingeschickt werden. Bevor ich jetzt hier schon viel zu weit gehe. Machen wir einfach mal, Freunde. Wir wollen ja den Weg auch nicht komplett umsonst dann bestritten haben. Darum einfach mal hier den ganzen folgen. Wir haben ein Lagerfeuer, können wir auch schnell speichern.
Passt auch schon mal ganz gut. Und dann gucken wir, was hier denn los ist. Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burkrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch, tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut! Mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa, er begann mit dieser Schamanin, Urea. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Urea verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Ah, wir haben hier etwas zu machen. Okay, dann gehen wir das einfach mal nachher durch, würde ich sagen. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut. Wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt.
Urea war schon mal dabei, aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Danke, danke, danke. Das machen wir schon. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Mhm. Und Urea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Urea oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Urea kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß, warum. Okay, Aratak. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Vera-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Urea mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. Na, so viel zu meinen besten Kunden. Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Manche Veraks kommen und gehen. Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Ist das ähnlich wie mit den Jagdgebieten? Das hört sich zumindest so an, aber wir werden uns überraschen lassen. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Urea belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Ja, dann fragen wir mal hier, wer ist wir? Wir? Ich und meine meine Gehilfin, Varga. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich sagen? Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe, dem östlichsten Banuk-Lager. Okay, der Dämon. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Urea finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest, Naltuk. Er geht Gerüchten nach, nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee, seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine,
wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nichts zu danken. Ob Aratak mir mehr über Uriah oder den Donnerkönig. Oh, die Nebenquest ist sogar schon abgeschlossen. Boah, Freunde, eine neue Maschine. Wie alle Maschinen, Gefäße des blauen Lichts. Stimmt's? Eine neue... Alter, die reden die ganze Zeit. Ich unterbreche jetzt einfach. Jetzt war die vorherige Maschine schon so dermaßen anstrengend. Ich bin gespannt, wie das hier weitergehen wird, ja. Sprich, mit Aratak ist optional, aber natürlich machen wir das auch. Alles, was optional ist. Hier wieder einige Rohstoffe. Naja, gut. Das ist nicht ganz so wichtig, das kennen wir schon. Notizbuch, Maschinenarten. Was haben wir denn hier leicht? Dämonische Maschine. Dämonische Maschinen sind leistungsstärker und widerstandsfähiger gegen Elementschaden als ihre normalen Gegenstücke. Sie sind eine ernstzunehmende Gefahr. Stärke Schock. Verderbnis, okay. Naja, ich denke, wir werden das sicherlich noch rausfinden. Wo ist denn hier das Neue? Ich finde das hier nicht. Keine Ahnung, du. Ach, hier. Versängerlinse, okay. Okay. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne bei den Quests gucken. Was haben wir jetzt hier bekommen? Schamanenpfad. Okay, das ist dann das... Der drohende Schatten. Okay, passt, Freunde. Das machen wir. Die aktivieren wir auf jeden Fall. Gut, dann optional mit der lieben... Einige betrachten den Landkreis bei den Frostfingern als eine Art spirituelle Stätte. Das wird dort sein, genau. Da gehen wir hin. Nehmen wir mal an. Ja, vielleicht ist das doch nicht. Ich guck mal. Ich guck einfach mal, was steht denn hier für ein Name? Reden mit Laulei. Wer ist denn Laulei wieder? Mit Laulei wollen wir doch noch gar nicht reden. Das ist wahrscheinlich wieder eine neue Quest, oder? Hier, neue Quest. Oh, hier gibt es wieder einiges. Gut, das soll uns auch recht sein. Wir nehmen die Quest einfach gleich mal mit. Du hast eine Flut erwähnt? Ja, eine plötzliche Flut, ohne Regen oder Schmelze. Ich bin Laulei, Lautlochs Trommlerin. Die war ich zumindest, bis es unter all dem Wasser verschwand. Lautloch? Was ist das? Eine Höhle, gemacht von den Alten. Eine Kammer, ein Becken und ein Musikinstrument in einem. Mein Leben, mein Beruf. Ich würde es dir gern erklären mit Musik. Aber die Rohre liegen jetzt tief unter Wasser. Okay, ja, einfach nacheinander durchgehen. Also ist Lautloch ein Ort und ein Musikinstrument? Ja, Rohre mit den schönsten Tönen unter einem sonoren Becken. Ein wundersamer Bau, mit dem die Alten weit ihre Musik erklingen ließen. Im Krieg spielte mein Vater die Rohre und versammelte die Banuk gegen die Kaja. Jetzt trommle ich. Doch unsere Kämpfe sind selten. Meist spiele ich nur zum Vergnügen oder zum Gedenken an meine Familie. Aber wenn das Wasser nicht sinkt, was nutzen einem Spaß oder Gedenken? Mhm. Das Wasser kam also schnell. Erst war es trocken. Am nächsten Tag stieg ein naher Fluss und überflutete das ganze Becken. Ich verstehe das nicht. Es gab keinen Regen, nicht einmal Wolken. Trotzdem stieg der Fluss höher als jemals zuvor und sinkt seitdem nicht. Oh, das werden wir uns, glaube ich, ansehen müssen, was da los ist. Eine Flut ohne Regen. Sehr seltsam. Wo finde ich es? Ich sehe es mir an, falls ich dort bin. Nordwestlich von hier. Sieh es dir nur an, aber es wird nichts nützen. Das Flutwasser fließt nicht einfach ab. Ein Fluss lässt sich nicht so leicht erweichen. Könnte Sekuli ihre Zeit abwarten. Wir sind Aloy. Ja? Wir schaffen das auf jeden Fall. Sehr gut, dann können wir uns wohl hier drüben auch noch irgendwo die Quest abholen, die nächste. Ich aktiviere die mal. Gut.
Wir lassen nicht zu, dass und hier gibt es vielleicht eh schon die Sache zum Reden. Da unten ist die andere Quest. Aratak, da ist Aratak, Freunde. Wo wir weiter reden sollen. Nice. Moment mal, bevor ich das aber vergesse. Da habe ich ja direkt was gefunden. Gleich mitnehmen. Ich bin gierig. Ich bin gierig, Freunde. So, jetzt aber ab zu Aratak. Das machen wir, bevor wir die nächste Quest holen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich werde jetzt hier wieder cutten, Freunde. Bevor wir mit ihm reden. Wenn es dir gefallen hat, weißt du ja, Daumen nach oben würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Auch wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und vielleicht hier ein bisschen Kommentare schreibst. Wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, ganz so viel haben wir noch nicht erlebt, aber das kommt noch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht.